Herzlich willkommen, Christian Freistleben, mein Name, FH St. Pölten, Projekt im Wörterklassrum. Bitte, Herr Winkler, wenn Sie sich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Jörg Winkler. Ich bin Professor an der Hochschule in Heilbronn in der Fakultät für Informatik und mein Thema ist in einem Informatikstudiengang natürlich Rechnernetze und verteilte Systeme. Was hat das, was Sie tun? Wo kommen Sie damit mit dem Prinzip des Inverted Classroom zusammen? Ich habe im Sommersemester 2014 angefangen, meine Rechnernetze-Vorlesung, die im Grundstudium liegt, mal in das Modell Inverted Classroom umzuwandeln, Stück für Stück. Und habe da gemerkt, einiges funktioniert ganz gut. Anderes ist für mich ein sehr grauer Bereich, zum Beispiel, wie viel machen denn die Studierenden tatsächlich vor unserer Live-Session? Wie viele Leute schauen sich die Videos an? Warum gibt es so wenig Fragen? Das sind alles Dinge, die mich dort bewegt haben. Und dementsprechend bin ich dann zu dem Punkt gekommen, ich brauche eine Plattform, mit der ich das Modell unterstützen kann, mit der ich Einblick bekomme in solche Fragen. Was könnte das für eine Plattform sein? Also es geht letzten Endes darum, Arbeitsaufträge zu platzieren, bei meiner Vorlesung jetzt tatsächlich hauptsächlich Videos anzuschauen. Screencasts meiner Vorlesung, zu diesen Videos sich Notizen online machen zu können. Aber worauf ich hoffe, ist, dass die Studierenden dann aus diesen Notizen heraus, wenn sie sagen, sie können die Frage, die sie dort in dem Moment haben, die Notiz, die sie gemacht haben, nicht selber lösen, dass sie dann tatsächlich aktiv werden und die Frage automatisch in ein Forum posten mit Link auf den Zeitstempel im Video, sodass dann eine Diskussion zustande kommt und ich merke, welche Stellen sind denn schwierig in meinen Videos und ja, wo kann ich dann übers Forum unterstützend eingreifen oder noch besser anderen Studenten. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie auch überlegt, dabei einen Gamified-Ansatz, einen Game-Based Learning-Ansatz einzubauen, inwiefern? Naja, in meinem ersten Aufguss dieser Plattform habe ich gemerkt, so sehr viele Fragen kommen da nicht. Und ich möchte mal ausprobieren, ob, wenn am Ende eine Belohnung steht, also letzten Endes man Punkte sammeln kann und wenn es am Ende auch vielleicht für diese Punkte irgendetwas gibt, was sich lohnt, ob die Leute dann bereiter sind, Fragen zu stellen und Antworten zu geben. Und der Gamification-Ansatz sagt halt, wer schon fragt, bekommt Punkte. Allein Kommunikation ist schon gut und wer dann auch richtig antwortet, bekommt noch mehr Punkte, nämlich Wissenspunkte. Und wer fleißig Videos schaut, bekommt auch nochmal Punkte. Und ja, und dann wollte ich einfach mal sehen, wen treibt das an und wen lässt das kalt? Ja. Gut, das klingt fantastisch und klingt auch nach einem sehr guten Ausgangspunkt für die Entwicklungswerkstatt am zweiten Tag der Konferenz, bei der Sie als einer der Inputgeber dabei sein werden, worüber wir uns schon sehr freuen. Warum würden Sie jemandem noch empfehlen, sich jetzt unbedingt noch für diese Tagung anzumelden? Was versprechen Sie sich von der Tagung? Ich denke, dass das Portfolio der Ideen immer größer wird bei diesen Tagungen, dass also immer mehr Leute zusammenkommen, die ihre eigenen Ansätze haben, die einfach Input geben können, was man alles Unterschiedliches treiben kann, um, sagen wir mal, Lehre interessanter zu machen. Ehrlich gesagt, man langweilt sich, wenn man die gleiche Vorlesung das 10. Mal hält und jedes Mal die gleichen Folien sieht und es ist viel schöner, mit den Leuten Übungen zu machen und Gedankenspiele zu machen und ja, in dieses viel interessantere Frage-Antwort-Spiel zu kommen, als immer nur vorzulesen. Und ja, wenn man da Unterstützung kriegt, ist natürlich genial. Gut, dann bis zur Tagung alles Gute, bitte noch dranbleiben. Danke für die Zeit.